Theater an der Rott. Ich glaube, was den Kindern Spaß macht an so einer Geschichte, ist, dass die klassischen Figuren einfach drin vorkommen. Es gibt Leute, die Helden drinnen, es gibt denen man identifizieren kann. Es gibt den Räuber, der Böse ist, der sehr klar der Böse erstmal ist, der aber dann trotzdem auch so ein Herz hat. Es gibt Verfolgungsjagd, es gibt alle diese klassischen Mittel, finde ich, die in einer guten Geschichte eigentlich drin sind. Und dazu gibt es natürlich auch noch sowas wie Moral, dass man halt nicht stehlen darf oder so, oder dass die dann den einfangen. Also was auch Heldengeschichte ist, gerade für die Kinder, die ja dann den Räuber einfangen. Das ist ja was man sich immer erträumt hat, dass man so über sich hinaus wächst da und dann auch noch klüger und geschickter ist als die Erwachsenen.